Für die Leute unter euch, die gerne frühstücken, haben wir mal eine Frage. Esst ihr gerne Marmelade bzw. Gelees? Viele Menschen auf der ganzen Welt schmieren sich jeden Morgen ihr Brot mit Marmelade und starten damit auch gut in den Tag. Viele von euch wissen sicherlich auch, dass es neben der Verwendung auf der morgendlichen Scheibe Brot noch mehr Alternativen gibt, Marmelade zu verwenden. Viele machen daraus zum Beispiel leckere Kuchen oder peppen ihren gegrillten Käse auf. Die Süße von Marmelade kommt aber auch noch bei vielen anderen Gerichten zum Einsatz. Viele davon hören sich am Anfang komisch an, aber die Ergebnisse sind echt lecker. Wo genau ihr eure Marmelade noch einsetzen könnt, erfahrt ihr jetzt. Los geht's! Nummer 1. Joghurt. Gebt ein paar Löffel Marmelade auf den Boden einer Schüssel oder eines anderen Gefäßes eurer Wahl und verteilt dann euren Lieblingsjoghurt on top auf die Marmelade. Und das war's. Schon habt ihr einen sehr leckeren Nachtisch. Nummer 2. Hauseigene Soße. Barbecue-Soße, du kannst eigentlich nach Hause gehen. Unsere langsam gekochten Rippchen verlangen einfach nach etwas Süßerem. Aprikosenkonserven. Diese Zutat wird mit abgefüllter Chili-Soße und etwas braunem Zucker kombiniert, um eine perfekte fruchtige Soße zu erhalten. Versucht's ruhig aus, es schmeckt. Nummer 3. Brotaufstrich. Ein Schlag Pfirsichkonserven in Dosen verleiht jedem goldenen Fladenbrot einen hellen Mohngeschmack. Die dicke, üppige Textur der Konserven passt perfekt zu einem reichen Brie und knusprigen roten Zwiebeln. Nummer 4. Salatdressing. Gelegentlich könnt ihr ein wenig Zucker oder Honig zu einem Salatdressing hinzufügen, um die Süße zu erhalten. Versucht es aber stattdessen mal mit Marmelade. Stellt aber sicher, dass ihr es vorher probiert, bevor ihr es über euren ganzen Salat kippt, nur um sicherzugehen, dass ihr die richtigen Aromen habt. Ein guter Tipp hierbei ist, ein Blatt oder Gemüse aus dem Salat zu nehmen und es nach Belieben in das Dressing zu tunken. So kann man es eigentlich ziemlich sicher probieren, ohne dass ihr den ganzen Salat kontaminiert. Also nur für den Fall, dass es nicht schmecken sollte. Nummer 5. Gegrillter Käse. Wir haben es bereits kurz angeschnitten, aber Marmelade oder Gelee können eurem gegrillten Käse auf die nächste Stufe verhelfen. Besonders gut passt es bei Käse wie Ricotta oder Mascarpone, aber Hartkäse wie Gouda passt zum Beispiel auch gut zu Obst. Nummer 6. Chicken Wings. Lasst euch eure Hähnchenschenkel kräftig schmecken, indem ihr sie langsam in pfeffrigem Jalapeno-Gelee kocht. Ein Spritzer Limettensaft und eine Prise brauner Zucker verleihen ihnen eine erfrischende, süße Note. Nummer 7. Fleischbällchen. Ein Glas Pflaumenmarmelade und eine in Flaschen abgefüllte Barbecue-Soße wagen sich in diesem so einfachen Partyrezept an den sogenannten Slow Cooker. Schmeißt einfach die gefrorenen Fleischbällchen und geräucherte Jalapeno-Wurst in einen Topf und lasst diese dann die süß-rauchige Geschmacksexplosion aufsaugen. So, und das war's auch schon wieder für heute. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf und bleibt gesund.